Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Interview-Ecke. Hier in der Arena ist jetzt erstmal Mittagspause, aber auch für diese Pause haben wir uns ein cooles Programm überlegt. Und zwar geht es hier jetzt gleich um das Festival für Freunde. Das ist ein kleines Kunstfestival in Brandenburg. Und dazu sprechen wir dann mit Marie Golücke. Sie ist eine der InitiatorInnen des Festivals für Freunde. Und ja, damit ihr auch mal einen Eindruck habt, wie das Festival für Freunde eigentlich aussieht, zeigen wir euch jetzt erstmal ein Feature, in dem das Festival vorgestellt wird. Und um 13 Uhr spielt hier in der Halle die ukrainische Sängerin Ingrid. Das übertragen wir für euch auch live. Und um 13.20 Uhr geht es dann hier weiter mit dem Interview mit Marie. Bis gleich. Hi Steffi, wir sind da. Ich komm vor. Können wir irgendwo... Ich bin gleich da. Alles klar? Ja, ich komm vor, zeige euch alles. Cool, bis gleich. Bis gleich. Mein Name ist Marie Golücke, ich bin 30 Jahre alt, ich bin hier quasi aufgewachsen in dem Dorf. Ja, genau. Und ich bin quasi die Initiatorin und dieses Festivals und hatte mal die Idee, vor 7 Jahren sowas zu starten. Wo alle Genres vertreten sind und wo sich quasi Künstler aus dem Land und aus der Stadt treffen, ihre Sachen sich zeigen und wo man quasi auch ins Gespräch kommen kann und was sehr vielfältig ist in dem, was wir hier zeigen, sodass sich alles gegenseitig befruchten kann. Also wir haben jetzt hier kein Entertainment-Programm in dem Sinne so Kabarett-mäßig, sondern wir versuchen schon mit den Sachen, die wir einladen, quasi Diskussionen anzuregen über gerade was so geht in der Welt und oder auch menschlich gesehen, dass die Leute sich einfach austauschen, weil uns das wichtig ist. Wir sind beide Krankenhaus-Clowns, so, in Lettland, ich in Berlin. So, beim Clown geht es für mich darum, das Herz zu öffnen und auch den Leuten. Also durchs Lachen öffnet man ja das Tor zum Herzen und dann kann man da was Schönes reinlegen. Ich habe einfach im Internet nach Festivals gesucht, Ausschreibungen, wo wir uns bewerben können. Und dann habe ich das gesehen, dass da gerade Bewerbungsdeadline war für Festival für Freunde. Und dann dachte ich auch, das ist ja gar nicht so weit weg von Potsdam und hört sich total nett an und es hat total gut gepasst. Also auch für uns, weil es jetzt das erste Mal im Ausland ist, auch für uns das Stück ins Ausland zu bringen. Jetzt wollen wir das auch mehr jetzt hier spielen, auch in Deutschland. Das war einfach der Rahmen und das fand ich super schön. Hat mich total gefreut, dass wir hier spielen konnten. Also, es geht um den Samurai und die Assistentin. In diesem Sinne ist es der Samurai, der sich vorstellt, ein großer Held zu sein. Und am Ende ist er eigentlich nur deswegen ein Held, weil sie aus ihm ein Held macht und irgendwie die Waffen hält und den Feind spielt und alles. Und er denkt, er ist ein Riesenheld. So. Und natürlich ist die Assistentin auch ein bisschen trottelig und verspielt, weil das alles wie ein Spiel ist. Für ihn ist das todernst und genau. Und da drin finden wir ganz viel Spiel und Interaktion mit dem Publikum und auch sehr poetische Momente. Also wir haben auch
verschiedene kulturelle Aspekte drin. Wir haben balinesische Tänze drin, wir haben Maskenspiel drin, wir haben Schattenspiel drin, wir haben Flamenco-Tanz drin, Slapstick, Live-Musik. Songs. Songs, die wir selber geschrieben haben. Aber es ist so, es ist nicht einfach nur Clownerie, so, sondern also es ist schon Theater auch. Ich würde sagen, Theater mit Leichtigkeit. Yeah, it's like a collage. Collage, very eclectic style of our performance. So many things putting together make this show come true. Also, mein Name ist Eva Maurischat. Jetzt heiße ich Eva Steinhauser. Maurischat ist noch immer mein Künstlername aber geblieben. Und ich bin jetzt schon zum vierten Mal beim Festival für Freunde, immer mit anderen Choreografien. Und diese Choreografie heißt jetzt Ex Hamburg. Ich wohne in Hamburg, hat aber nicht das damit zu tun, dass ich aus Hamburg raus bin. Vielmehr meine Großeltern sind aus Hamburg damals im Feuersturm, wo der Zweite Weltkrieg war, geflohen. Also mein Stück befasst sich mit dem Thema Angst, was daraus resultiert, wenn man flüchten muss. Da hat man ja so eine existenzielle Angst, so stelle ich mir das vor. Entweder kommt die während der Zeit, man hat sie vorher, bevor man flüchtet, oder man läuft vielleicht auch nur mit. Aber irgendwann kommt auf jeden Fall diese Angst, die einen dann weiter treibt und welche verschiedenen Ängste sozusagen es gibt oder geben kann, um sich auf den Weg zu machen, zu fliehen, fliehen zu müssen, fliehen zu können, so, was einen so antreiben kann. Am Tanzen begeistert mich vor allem, dass man nicht viele Worte braucht, um das zu erklären. Man macht sich wahrscheinlich viele Gedanken vorher oder man versucht da das Richtige zu finden, man probiert, man probt. Und es ist irgendwie ganz toll, wie sich Tanz irgendwie so unmittelbar transportiert. Das ist einfach, kann Sprache nicht. Das kann Sprache einfach nicht. Und das finde ich einfach so faszinierend. Dass die ersten Stücke, die ich auf der Bühne gesehen habe, meine Mutter hat immer gesagt, irgendwie, ja, man sieht richtig, dass du so mitgehst. Das ist halt einfach, weil mich das so fesselt. Bewegung fesselt mich einfach unheimlich. Ja, und so bin ich halt zum Tanz gekommen. Ich bin Selina Basra. Und wir machen heute eine szenische Lesung. Das ist ein Projekt, was wir schon im letzten Jahr angefangen haben. Es geht um Urlaub, weil wir sind ein Paar auch und haben immer so ein bisschen diese Urlaubsproblematiken, wo soll es hingehen, da wird ewig recherchiert und das führt teilweise so völlig ins Absurde und das fanden wir irgendwann so gut, dass wir dachten, da müsste man eigentlich mal was draus machen und dann haben wir halt angefangen, darüber Texte zu schreiben. Und wir kombinieren das so ein bisschen auch mit Reviews aus dem Internet, weil die teilweise so absurd übersetzt sind, dass das total lustig ist. Und das ist so eine Mischung zwischen eigenen Texten und Reviews aus dem Internet. Genau. Er hat es schon gut erklärt. Das heißt Fantasy Island. Das heißt, es geht so ein bisschen um das eigentlich vor dem Urlaub. Es geht nicht um den Urlaub selbst, sondern um die Sehnsüchte, die Hoffnung, die Erwartung und das ewige Recherchieren. Wenn man denkt, dass man die Realität irgendwie vorausahnen kann, kann man aber nicht. So ein bisschen wie die Frage, dass man heute auf dem Handy nachguckt, ob es regnet oder nicht und nicht rausguckt. Und man total enttäuscht ist, wenn man da auf dem Handy steht, aber es regnet jetzt. Ja, es regnet jetzt aber nicht. Genauso mit diesen Reviews, also die Realität im Internet und oft auf einfach Abgründe. Ich habe im letzten Jahr hier mit einer Produktion gespielt und fand das total schön und habe mir gedacht, okay, versuch's nochmal, ob wir nochmal hierher kommen können. Weil ich mag diese familiäre Atmosphäre total gerne. Ich finde das irgendwie ganz süß, wie das alles gemacht ist. Und ich glaube, das hat man jetzt nicht bei jedem Festival, dass es wirklich noch so familiär ist und dass man irgendwie so eine gute Zeit haben kann. Ich war im letzten Jahr da und hatte Lust, nochmal herzukommen. Also ich glaube, dass das Festival für Freunde sich insofern
zu anderen Festivals absetzt, weil man hat mehr Orte, wo man irgendwie sich zurückziehen kann, entspannen kann. Man hat hier gar nicht immer so das Gefühl, dass man an jedem Ort immer sein muss, sondern es entwickelt so eine eigene Dynamik. Aber es ist irgendwie, es ist ruhiger, gemütlicher, familiärer als andere Festivals. Also ich glaube, dass viele Künstler, die hier hinkommen, tatsächlich das so ein bisschen als Künstlertreff sehen, weil die Künstler sich ja vorrangig gegenseitig sehen und erleben. Da geht es auch darum, dass man schaut, was macht eigentlich der andere und kann ich mir davon was holen als Idee. Ja, weil man nimmt was, eine Idee, und macht aber daraus sein eigenes. Und das, finde ich, ist absolut erlaubt. Ja, und dann ist natürlich der Austausch auch wichtig, ne? Dass man sich gegenseitig immer mal wieder so ein bisschen auf die Finger schaut und sagt, wie machst du das eigentlich? Und kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist. Aber ansonsten glaube ich, so wie ich das hier erlebe, das Festival, ist einfach ein Riesenspaß miteinander, dass man locker miteinander hier ein paar Tage erlebt und einfach tolle Vorstellungen, tolle Veranstaltungen besuchen kann. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Es ist direkt. Die Range wirklich von den Dingen, die angeboten werden, ist sehr groß. Es ist von Kindertheater über Workshops bis hin zu vielleicht Tragödien oder was auch immer, ist alles dabei. Man kann sich auch, glaube ich, viel einbringen. Ich glaube, was sehr gut aufgeht, was, glaube ich, auch so ein bisschen der Sinn und Zweck ist, dass tatsächlich man auch das Gefühl hat, hier mischen sich die Altersgenerationen sehr durcheinander, was sehr spannend ist, was du sonst auf den normalen Festivals auch eher selten hast. Und dass hier die... Auch Leute vom Ort, so, oder? Leute also aus dem Ort wirklich tatsächlich hätte. Auf Künstler und sonstige Leute hier sich das mischt und sie treffen sich und tauschen sich aus, was sie sonst vielleicht niemals machen würden. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also diese Grundidee auch. Es ist wirklich eine schöne Sache. Jeder, man fühlt sich willkommen auf jeden Fall. Man kann das zeigen und man kriegt eine direkte Rückmeldung. Und das finde ich total spannend. Ich glaube, bei so einem größeren Festival ist das überhaupt nicht möglich, dass man da so schnell irgendwie auch eine Replik von der anderen Seite bekommt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei diesem Festival, dass man mit dem Publikum, also wo auch immer das, wie das auch immer aussieht, ne? Also bei der Lesung ist es ein bisschen anders oder bei der Kräuterführung ist es ein bisschen was anderes, aber dass man halt sofort das so spürt, wie die Leute hier sind. Das finde ich sehr schön. Du lässt einen keine Luft, das ist so. Auch keine Luft. Du druckst hier seit Ewigkeiten rum und drückst mich mit der Sprache raus. Sag doch einfach, wo du hin willst. Wo möchtest du hin? Du bist so aggressiv. Das ist so Ich bin doch gar nicht aggressiv. Ich meine, du machst mich aggressiv, ja. Aber sag doch jetzt bitte, wo du hin willst. Geschrien und geklatscht, ich habe geschrien und geklatscht und dann seid ihr mit ihm im Auto weggefahren und alle um mich herum haben geklatscht, ich habe geklatscht, geschrien
So mit Kultur ist immer so ein bisschen schwierig, tatsächlich, weil irgendwie viele manchmal eine unbegründete Hemmschwelle haben. Und da dann rüber zu gehen und sich zu trauen und das vielleicht auch bei gleich 3 Tage bei einem Festival, ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer, aber wie gesagt, die da waren, die kommen halt immer wieder. Und wir hoffen, dass sie das quasi weitertragen, deswegen auch Festival für Freunde, bring deine Freunde mit und finde neue Freunde, dass es dann immer weiter wächst und das tut es tatsächlich auch. Immer wieder. Ihr habt gerade auf der Bühne gesehen Ingrid, das ist eine ukrainische Künstlerin mit deutscher Abstimmung und die wurde 2017 berühmt, weil sie dort bis ins Finale bei The Voice of Ukraine kam und ihr Album Nie spi, also Schlaf nicht, kam dann 2018 und daraufhin hat sie mehrmals Songs veröffentlicht. Und bei uns jetzt in der Interview-Ecke ist Marie Golücke. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast das Festival für Freunde mitgegründet oder allein gegründet und dein Team dazu gesucht. Darüber reden wir jetzt gleich noch, aber wir bitten jetzt jeden Interviewgast, den wir hier einladen, mal einen Zettel zu ziehen am Anfang und die Frage zu beantworten. Okay. Mit dem Auto oder der Bahn zum Festival? Was sagst du? Mit der Bahn auf jeden Fall. Soll ich wieder rein? Ja, genau. Also. Ja, du bist Initiatorin des Festivals für Freunde. Was ist das Festival für Freunde und wie kam das zustande? Das Festival für Freunde ist ein 4-tägiges Kunst- und Kulturfestival in Brandenburg im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und wir sind ein genreübergreifendes Festival, vornehmlich Tanz, Theater, Performance, aber auch Musik, Ausstellungen, Film, Wissenschaft, also so quasi ganz durchgemischt durch die Kulturgenres. Und wir finden auf einem, genau, in Darmstadt statt, in meinem Heimatdorf, auf einem ehemaligen Rittergut und einem LPG Kuhstallgelände. Und es gab viele Gründe, dieses Festival damals ins Leben zu rufen, aber wenn ich jetzt 2 rausgreife, dann einmal, weil ich als Jugendlicher, der dort aufgewachsen ist, hätte ich mir sowas gewünscht und da gab es sowas einfach nicht. Und deswegen habe ich das genau da auch machen wollen. Und dann eben, weil ich genau auch so selber als Performance-Künstlerin unterwegs war und viele Künstler kannte und dachte, hey, man müsste doch einfach alle mal auf einen Ort bringen und dann könnten die sich gegenseitig ihre Stücke zeigen. Und dann haben die immer mehr Freunde mitgebracht und so sind wir jetzt schon bei 10 Jahren angekommen. Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Wie wird denn so das Line-Up ausgewählt oder wie kommst du an die KünstlerInnen? Bewerben die sich oder wie läuft das Ganze ab? Also es ist quasi eine Mischung. Also wir haben einen Open Call und dann bewerben sich die und wir suchen eben aus. Dann haben wir immer so eine ganz coole 2-3 Tage, wo wir uns treffen, Pizza essen und alle Künstler angucken. Das ist immer sehr schön. Und wenn dann aber noch was fehlt, weil sich ein Genre zum Beispiel nicht beworben hat, was auch passiert, dann gucke ich wirklich noch selber nach KünstlerInnen und schreibe die an und frage die, ob die nicht bei uns auftreten wollen. Ja, gerade bei uns im Programm lief ja schon das Alex Feature zu eurem Festival. Ich habe gesehen, da kamen auch Krankenhaus-Clowns vor. Also das ist ja schon was Außergewöhnliches, was man nicht so oft sieht. Was gab es denn da noch so, was dir die letzten Jahre besonders gut gefallen hat oder ja, im Kopf geblieben ist? Also natürlich ganz viele Sachen, aber wir haben ja dieses Jahr 10-Jähriges gefeiert und da haben wir nämlich auch Künstler eingeladen, die schon einmal da waren, weil es ja eben die Jubiläumsausgabe war. Und was auf jeden Fall mir im Kopf geblieben ist, ist die anarchistische Musikwirtschaft. Das ist eine Band, sage ich jetzt mal, die besteht aus 18 Leuten, die mit wirklich Blasinstrumenten kommen und Lieder covern und die aber richtig Stimmung machen. Und diese 18 Leute auf unserer Open-Air-Bühne, also danach war die ganze Open-Air-Bühne einfach voll, weil es so viele Leute waren. Das war auf jeden Fall ein schöner Moment und die waren auch 2016 schon mal da. Oder auch ein Stück mit Menschen mit Migrationshintergrund, die über ihre Reise nach Europa berichtet haben und daraus ein Theaterstück gemacht haben. Oder eben Menschen mit Behinderungen, was irgendwie die Leute auch auf dem Land immer sehr berührt, weil manche, also
dort sowas noch nie in live gesehen haben. Das habe ich tatsächlich einmal schon als Kommentar gehört und das berührt einen dann immer sehr. Du hast ja gerade schon angemerkt, dass ihr das 10-jährige Jubiläum jetzt gefeiert habt. Kannst du vielleicht so mal beschreiben, wie sich das Festival über die Jahre gewandelt hat? Ja, es ist halt organisch gewachsen. Also wir haben mit 30 Leuten, 2 Scheinwerfern, will meine Techniker immer sagen, und ungefähr 10 Programmpunkten angefangen, 2013. Und genau, dann ist es auf einmal immer mehr geworden. Also es kam immer jedes Jahr mehr Leute dazu. Freunde haben tatsächlich ihre Freunde mitgebracht. Also der Name ist auch irgendwie Programm geworden. Und jetzt sind wir bei 400 BesucherInnen und circa 30 bis 32 Programmpunkten. Wahnsinn. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass sich das so nach und nach entwickelt hat und Freunde von Freunden und so mitmachen. Kannst du vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie dann so die Organisation abläuft? Also wie viele ehrenamtliche Leute machen da bei euch mit? Also wir haben ein festes Team. Das sind ungefähr so 12 Leute. Und dann haben wir auch noch während des Festivals ungefähr 20 Ehrenamtliche oder Volunteers, die dort mithelfen während der Festivaltage. Ja, du hattest vorhin auch schon gesagt, es geht auch um den Austausch unter KünstlerInnen. Wie wird denn das gefördert? Also wir haben zum Beispiel wir laden immer alle KünstlerInnen ein, nicht nur für ihren Auftritt zu kommen, sondern wirklich das komplette Festival über da zu bleiben, um sich dann eben sozusagen auch auszutauschen und auch für die BesucherInnen noch präsent zu sein, wenn die Fragen haben. Und bei uns werden sozusagen Künstler zu Besuchern und Besucher zu Künstler. Also es ist sozusagen, das wechselt sich so ab. Und dann führen wir Publikumsgespräche, damit sie einfach was erzählen können, weil viele Besucher sich auch nicht trauen, einfach so die Künstler anzusprechen und bieten da irgendwie so eine Atmosphäre. Aber wir sind halt auch relativ klein und da kommt man sich dann halt, also kommt man einfach schon ins Gespräch an der Bar und so. Weil halt alle sich auch die gleichen, also es gibt kein Backstage in dem Sinne, wo nur die Künstler schlafen oder sowas, ne, sondern es ist alles vermischt. Ja, also es ist auf jeden Fall so ein Austausch auf Augenhöhe. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ihr seid auch ein Non-Profit-Festival, deswegen kommen wir mal kurz zum Thema Förderung. Wie sieht es denn da aus? Werdet ihr gefördert? Also man braucht ja trotzdem Geld, auch wenn es Volunteers gibt. Werdet ihr gefördert oder habt ihr vor, euch fördern zu lassen? Wir werden gefördert seit 2016 regelmäßig, was uns natürlich sehr freut, weil sonst könnten wir das Festival nicht machen. Da wir leben halt vornehmlich von Fördergeldern, das sind ungefähr 60% unserer Einnahmen sind Fördergelder. Und das Land Brandenburg, der Landkreis, die unterstützen uns, die Sparkasse. Und die letzten 2 Jahre waren für uns auch sehr gut, weil wir Neustadt Kulturförderung bekommen haben. Und da konnten wir auch ein bisschen investieren, um das Festival nachhaltiger zu gestalten. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ja, wir sind ja jetzt hier auf dem Future of Festivals. Also kann man ja alles Mögliche zu Festivals erfahren und gibt, alles innovative AusstellerInnen. Hast du irgendwie eine Intention, mit der du hier heute auch reingegangen bist? Hast du vor, vielleicht für nächstes Jahr dir irgendwie Inspiration zu suchen oder hast du irgendwie eine Intention, mit der du hier rausgehen willst? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mich inspirieren zu lassen und vielleicht auch neue Marken bzw. Projekte kennenzulernen, die ich vorher noch nicht kannte. Ich war letztes Jahr auch schon hier und da hat es total gut funktioniert, weil wir hatten dann, ich habe hier letztes Jahr Vision Domes kennengelernt. Das ist so ein Projekt, die bauen so Domes aus so alten nicht Bettlaken, sondern so, also diese, jetzt habe ich das Wort vergessen, Latten, Bettlatten, genau, aus so alten Bettlatten. Und dieses Projekt haben wir dann eingeladen dieses Jahr auf dem Festival und die habe ich hier kennengelernt. Ah ja, cool. Genau, und jetzt habe ich natürlich dann noch vielleicht nochmal so Projekte zu treffen, die für unser Festival interessant sein können. Ja, hoffe ich auch, dass du noch was Cooles findest. Ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, jetzt war ganz anderes Thema wieder. Digival. Genau, das ist eine digitale Plattform, auf der man eben das Festival auch digital erleben kann. Und das Ganze ist wie so ein Computerspiel aufgebaut. Also man kann da das ganze Festivalgelände virtuell betrachten und da sozusagen drüber laufen.
Musik hören, Videos schauen und so weiter. Wie kam diese Idee? Also ich habe sowas doch nie gesehen, deswegen. Also die ist auch im ersten Pandemiejahr entstanden, wie viele andere Festivals auch. Haben wir uns natürlich auch damit auseinandergesetzt, was machen wir, finden wir statt, finden wir nicht statt und so weiter. Und für uns war halt klar gewesen, dass wir auf jeden Fall nicht nur digital stattfinden wollen. Das wurde uns relativ schnell klar. Und da wir so ein kleines Festival sind und ein großes Gelände haben, das war tatsächlich unser Glück auch gewesen, dass wir beide Jahre stattfinden konnten. Und dann hatten wir aber trotzdem die Idee, ein hybrides Format anbieten zu wollen. Und so ist sozusagen die Idee zu Digiwahl gekommen. Und ich habe einfach gefragt, irgendwie, oder ich hatte die Vision, so eine Karte zu machen oder irgendwie eine Welt zu bauen, damit es nicht immer nur ein Rausstream ist und dann ist vorbei und derjenige sitzt alleine auf dem Sofa und ist dann halt so allein gelassen, sondern wie kann man das auch zu einem Festivalerlebnis machen, auch digital, und wie können sich sozusagen beide Welten austauschen und nicht immer nur in die eine Richtung gehen. Und da kam dann so ein bisschen die Idee auch von unserem Team, diese mit Work Adventure das zu bauen. Und das genauso zu machen. Wie aufwendig ist denn sowas? Wie lange war das in der Mache? Also ich glaube 3-4 Monate haben wir 2021 war es, glaube ich, gewesen. 2021 haben wir es zum ersten Mal gemacht. Und 3-4 Monate wurde auf jeden Fall schon dran programmiert. Aber da es sozusagen ein Tool ist, was schon existiert und wir es jetzt nicht komplett von ganz vorne gemacht haben, war es dann nicht ganz so lange, also genau. Wie sieht es denn mit der Zukunft vom Festival für Freunde aus? Wo gibt es vielleicht Schwachstellen, die du noch weiter verbessern willst sozusagen? Oder was willst du weiter verbessern am Festival? Ist es das Line-Up irgendwie diverser zu machen oder mehr auf Nachhaltigkeit zu achten? Gibt es da irgendwas, was du in den Fokus stellst für nächstes Jahr? Also auf jeden Fall, wir wollen auf jeden Fall noch mehr barrierefreier werden. Also wir sind da schon ganz gut dabei, aber da geht auf jeden Fall noch mehr, weil so ein altes Rittergutgelände ist nicht wahnsinnig barrierefrei. Und da auf jeden Fall noch mehr zu investieren, also das versuchen wir auch mit Digiwahl, weil es ist auch, dann gibt es auch eine barrierefreie Version, da noch mehr reinzugeben, dann natürlich auch nachhaltiger zu werden und mal zu gucken, wo kann man das irgendwie noch machen. Aber auch zu gucken, was für uns auch immer, wie kann man mehr Brandenburger KünstlerInnen auch noch sozusagen ins Line-Up mit integrieren, weil die sich einfach nicht so oft bewerben wie städtische Künstler. Und da, wie kann man die ansprechen, damit das irgendwie noch, damit die sich noch mehr bewerben. Und dann natürlich auch nächstes Jahr möchte ich auch noch gerne mehr ins Marketing gehen, weil wir würden gerne auch mehr Jugendliche erreichen. Und zu gucken, wie kann man die eigentlich erreichen, was interessiert die, wie spricht man die an. Also da würde ich gerne noch mehr reingehen. Und grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn noch mehr BesucherInnen kommen, weil wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Und da ein bisschen mehr in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen und vor allen Dingen ins Marketing, weil das ist so ein Bereich, den haben wir, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt in den letzten 10 Jahren, weil es einfach auch nicht so der Schwerpunkt war. Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, nach 10 Jahren da reinzugehen und mal zu gucken, wie kann man das aufbauen, ohne dass wir irgendwie komplett unsere Philosophie und unser Charakter verlieren. Ja, du meintest auch gerade, ihr wollt besonders auch KünstlerInnen aus Brandenburg ansprechen. Wie schafft man das denn, die zu erreichen? Also wir haben halt 2018 haben wir die Brandenburg-Reihe gegründet. Also wir sind ja ein Festival ohne Thema. Aber wir haben dann die Brandenburg-Reihe gegründet, um wirklich eben Brandenburger Künstler mit dieser, wir haben eine Förderung bekommen und konnten dann wirklich die einfach ansprechen und sagen, hey, wir haben hier eine Förderung wollt ihr nicht bei uns spielen? So. Und ich habe die über den Landesverband gefunden, Landesverband Freie Theater Brandenburg, und habe einfach geguckt, so, welche Künstler sind denn da Mitglieder und da einige von angesprochen. Und habe die dann halt, wir haben die dann eben auch im Programm wirklich als Brandenburg-Reihe benannt. Und das hat dazu geführt, dass die einfach sichtbarer wurden und dann sind auch mehr Brandenburger ZuschauerInnen gekommen, weil es natürlich ihre Künstler sind. Ansprechen ist, glaube ich, vor allen Dingen, und Mundpropaganda und Weiterempfehlungen. Ja, das stimmt. Denkst du, es gibt ein
Genre, ein Kunstgenre, wenn man das so sagen kann, das noch nicht so sehr abgebildet ist auf dem Festival für Freunde und was du gerne noch hättest? Also, was heißt noch nicht abgebildet? Also wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal Poetry Slam dabei. Das fand ich ziemlich toll. Es ist auch sehr gut angekommen. Das würde ich gerne weiter ausbauen. Weil es war halt nur ein Künstler oder eine Künstlergruppe gewesen. Ich würde gerne mehr Tanz haben, weil da bewerben sich auch immer nicht so viele KünstlerInnen, obwohl wir dieses Jahr schon bei 4 Tanz- oder Tänzergruppen waren. Genau. Und was mein Schwerpunkt oder unser Schwerpunkt ist oder sein soll, ist, dass wir mehr Wissenschaftsperformances gern zeigen möchten. Also wie man halt wissenschaftliche Aspekte durch Kunst besser erklären kann. Wir haben einen Wissenschaftler bei uns im Team, der macht das schon jedes Jahr, aber es ist halt immer nur ein Programmpunkt. Und das weiter auszubauen, ist auch nochmal eine Sache, die wir für die nächsten Jahre gerne weiter vorantreiben wollen. Ja, cool, klingt auf jeden Fall gut und sehr vielfältig. Aber wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Interviews angekommen. Danke, Marie, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke.